Hallo zusammen, heute zeigen wir euch mal wieder mal ein Porträt, ein Halbprofilporträt mit etwas Besonderem aus dem Produktbereich, nämlich dieser Kontrastfläche im Hintergrund. Tipps rund ums Zeichnen natürlich wie immer in unserem Buch 100 geniale Zeichentricks oder vielleicht gewinnt es, schaut auf unserem Instagram-Kanal, da könnt ihr es eventuell auch gerne gewinnen. Es geht los mit einer kleinen Vorzeichnung, ein bisschen im Zeitraffer das Ganze. Es hat im Original ungefähr 10-12 Minuten gedauert, weil ein bisschen größeres Porträt ist. Wir haben das ein bisschen kompakter für euch gemacht, sodass wir ungefähr ein 6 Minuten Video daraus gemacht haben. Ihr merkt, wir haben jetzt mit dem Bleistift nur wirklich die ganz, ganz grobe Vorskizze. Das heißt, wir achten darauf, dass die Bereiche, die eigentlich wichtig sind, also von den Proportionen her, wo die Nase, Mund angebracht ist, die für uns jetzt richtig positioniert sind. Und dann gehen wir später ins Detail mit dem Kugelschreiber. So, und das reicht erstmal als Vorzeichnung. Und jetzt geht es auch schon sofort zum Kugelschreiber. Und auch hierbei, ob jetzt ein Frontalporträt ist oder ein Profilporträt, wie immer beginnen wir mit den Augen. Das hilft uns ein bisschen immer so den Überblick zu behalten über das gesamte Porträt, dass das Gesamtbild einfach stimmig ist und dann kann man sich dann so Stück für Stück bis zur gesamten Zeichnung vorarbeiten. So, das Auge wird ein bisschen leicht angedeutet. Nochmal vielleicht zum Kugelschreiber ganz kurz an dieser Stelle, wieso wir so oft mit dem Kugelschreiber zeichnen, weil ein sehr, 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 ob man es gar nicht glaubt, wunderbare Verläufe erzeugen kann, von einem leichten Strich bis zum kräftigen Strich ist wirklich alles damit machbar, was normalerweise mit dem Bleistift auch funktioniert, aber bei weitem nicht so in diesem Spektrum wie ein Kugelschreiber. Und natürlich auch, weil der Kugelschreiber auch nicht radierbar ist, sich nicht verwischen lässt oder nicht so einfach verwischen lässt, hat es einfach für uns mal so ein bisschen den Geschmack, dass man damit auch ein bisschen individueller arbeiten kann und auch mal was anderes außer Bleistift hat. Das Ganze auf dem grauen Papier, da habt ihr schon bestimmt auch einige Zeichnungen zugesehen. Da kann man natürlich die wunderbaren Leuchteffekte, wie jetzt eben hier bei dem Porträt, die Zähne eben beim Lachen, die man sieht, oder die Kontrastfläche im Hintergrund, so ein bisschen die Leuchteffekte auf der Stirn, auf der Nase, das kann man damit sehr gut einfangen mit einem weißen Buntstift auf diesem Papier, was natürlich auf dem weißen Papier nicht so ganz einfach ist. So, dann geht es auch, hier vielleicht ein kleiner Hinweis zu den, jetzt zu dem Mund. Also ihr seht, bei den Zähnen ist es nicht so ganz einfach, weil oft werden in unseren Kursen immer so, wenn wir so etwas machen, die Zahnlücken sehr, sehr kräftig gezeichnet und dann sieht es aber auch schon wieder komisch aus. Eine Zahnlücke ist oft ja nicht keine große Zahnlücke, sondern wirklich einfach nur ein ganz dünner Strich, der nur angedeutet ist. Mit einem Alkoholmarker, wie wir das jetzt hier machen, kann man so ein bisschen den Kugelschreiber leicht verwischen lassen. Und ihr merkt sofort, das trocknet, es ist erstmal nass, trocknet ins Papier, hat auch einen sehr, sehr schönen Effekt dabei. Da kann man auch verschiedene Farbtöne benutzen. Man geht entweder nochmal drüber oder nimmt einen dunkleren Farbton. Und man sieht es jetzt schon an diesen kleinen Schattenflächen, wie viel Tiefe auf einmal ins Bild kommt. So, und jetzt das Ganze nochmal vertiefen, nochmal drüber gehen. Man merkt, der Kugelschreiber verwischt ganz leicht, aber das ist gewollt, das ist mit Absicht so, weil es hatte so einen leichten Übergang und dieses harte Kontrast ist damit einfach weg. So, viele Bereiche werden einfach offen, also weiß gelassen. Da kommt später noch ein bisschen dieser weiße Buntstift hinzu. Und mit einem dunkleren Ton gehen wir nochmal in die Tiefe und skizzieren den Rest, also sprich die dunkleren Farbnuancen, die im Gesicht zu sehen sind. So, und nur wenn man so stellenweise das Ganze macht,
merkt man eigentlich, wie viel es ausmacht, um die Schatten- und Lichtreflexe stehen zu lassen. Hier eine kleine Entschuldigung für den Sprung, da ist kurz mal die Kamera für ein paar Sekunden ausgesetzt, aber viel haben wir nicht verpasst. Es geht jetzt sofort weiter zu den Kugelschreiber-Kontrasten. Die werden wie sonst auch gehabt mit dem 45-Grad-Winkel angedeutet, ausgearbeitet. Und man sieht, wie spannend das Ganze sein kann. So, und jetzt kommen wir schon zu unserem Pastellstift. Da werden wir in weißen Flächen das Ganze aufarbeiten und sehen, wie viel es ausmacht, was man dieses Licht einfängt, das Helle. Das macht wirklich eine ganze Menge aus. An den Zähnen natürlich. Ja, und für euch jetzt ein Hinweis, wir kommen jetzt gleich so zum Schluss. Ihr könnt gerne das bei uns lernen, Porträts zeichnen natürlich, aber auch, wenn ihr möchtet, alles rund um Skizzieren, figürliches Zeichnen, das könnt ihr gerne bei uns lernen, entweder vor Ort oder auch teilweise online. Schaut unter onlinekurse.akademieruhr.de oder ihr macht das natürlich am besten vor Ort, da könnt ihr wirklich mit unseren Dozenten auf alle Techniken eingehen, alles, was euch gefällt, was ihr möchtet, einfach fragen, ob es Aquarellporträts, alles, was ihr euch vorstellt, können wir mit euch gemeinsam umsetzen. So, man sieht jetzt hier über die Kontrastfläche, was die eigentlich ausmacht, wenn diese im Porträt zu sehen ist. Das bekommt ein ganz anderes Erlebnis, sage ich jetzt mal. Und ja, das war's. So sieht es aus, wenn es fertig ist. Hier nochmal der Hinweis zu den Online-Kursen, also onlinekurse.akademieruhr.de oder wie gesagt, schaut auf unseren Seiten akademieruhr.de, mappenvorbereitungskurs.de oder ihr ruft uns an, schreibt uns, wir freuen uns auf euch. Vielen lieben Dank fürs Zuschauen und bis dann, euer Akademie-Ruhr-Team.